Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier wieder bei Honey, I Joined the Cult. Und wir sind wieder dabei, unseren Anhängern möglichst viel Geld rauszuleiern. Und natürlich nebenbei auch dann noch dieser großen Bohne zu dienen und huldigen. Momentan haben wir noch schön mitten in der Nacht. Die stehen jetzt allerdings gleich auf. 5 Uhr klingelt der Wecker und dann geht's wieder los. Einer hat bald einen Ausraster. Amy Blood ist das. Wir haben schon unsere ersten besseren Badezimmereinrichtungen. Die Waschbecken fehlen noch leider. Aber viele andere Sachen sind da schon mal wesentlich angenehmer. Flup, flup, flup. Jetzt gehen alle nochmal ganz kurz spielen und schon ist es vorbei. Tja, vielleicht können wir da irgendwas einstellen, weil die wollen noch ein bisschen Freizeit machen, kommen damit aber nicht parat. Dass wir denen da vielleicht irgendwie noch was mehr Freizeit geben können. Vielleicht. Oh, die haben noch eine schöne Mittagszeit. Ich gebe dir da mal Arbeit. Da gebe ich dir Arbeit. So, dann ist das ein bisschen zwar verschoben noch, aber ein bisschen näher zusammen. Ich bin am Überlegen, ob ich denen die Zeit bis 7 Uhr gebe oder denen eine Stunde Schlaf wegnehme. Sind die denn komplett ausgeruht? Gut, bei dem brauche ich da eigentlich nicht nachzugucken, der ist sowieso der Chef hier. Ist das hier ausgeruht? Energie. Energie, wenn man im Bett schläft. Also die sind auch bei weitem nicht ausgeruht, also Schlaf sollte ich denen nicht wegnehmen. Ich gebe denen morgens einen Tick mehr, nehme denen das abends aber weg. Dann starten die glücklicher in den Tag rein. Gut, jetzt heute natürlich ist das scheiße für die. Morgens habe ich denen nichts. Doch, jetzt hat es den gerade. Hat noch gerade gezählt. Haben alle noch mal kurz abgebrochen, um jetzt wieder hinzulaufen. Macht aber nichts. Fühlen sich halt nur ein bisschen verarscht. So, apropos verarscht. Wir müssen mehr Geld verdienen. Also, schön fleißig weitermachen. Forschung fertig, sehr gut. Neue Objekte für den Freizeitraum, das ist sehr schön. Ich hätte jetzt gerne. Freizeitraumaufwertung, die haben wir gerade gemacht. Eine andere Raumaufwertung kann ich gerade noch nicht machen. Einen davon oder mehr Anhänger? Wir nehmen uns mehr Anhänger. Mehr Anhänger heißt mehr Geld. Jo, perfekt. Mehr Anhänger, mehr Geld, mehr Freude. So, Eva Rose. Die macht bei uns die Forschung. Das heißt, wir geben der was Intelligenz und Spionage. Wir gucken mal, was haben wir für Missionen? Eine PR-Mission. Dadurch kriegen wir bessere. Wen können wir denn da hinschicken? Sollte natürlich was Passendes sein. Wie zum Beispiel Ever Rose, aber die kommt da nur auf 50%. Amy Blood hat keine Lust dafür oder was? Ah, die hat noch eine Abklingzeit, deswegen. Das muss jemand sein, der Schlachtkunst und Spionage beherrscht. Das hat natürlich keiner so optimal. Die Objektbeschaffung. 100% Chance. Da könnten wir Ever Rose hinschicken. Was kriegen wir denn da? Wissen wir das schon? Nö. Erwirb in Militärkaserne. Durch hat die Taktik Mitleid zu erregen. Prestigeträchtige Objekte. Ja, okay. Let's go.
Dann dauert das mit der Forschung zwar ein bisschen was, aber wir können irgendwo ein schönes Objekt aufstellen. Oh, was ist denn mit dir los? William Baker. Was macht denn der William bei uns eigentlich? Der ist, glaube ich, am Kochen und Instandhaltung am Machen. Instandhaltung, Küche. Ist der wirklich da? Ich muss das nochmal ganz kurz gucken. Nicht, dass ich dem jetzt irgendwelche falschen Punkte gebe. Hier. William Baker. Instandhaltung und Küche macht er. Tatsächlich. Das heißt, ich würde ihm tatsächlich die Improvisation raufdrücken. Mit 2 Punkten. Dann kann er nämlich beides besser. Dann wurde einer verletzt. Hat bestimmt wieder mit schmutzigen Fingern gegessen. Natürlich, juckender Schädel hat er deswegen. Hier ist momentan nichts kaputt. Was war das? Fehlgeschlagen. Machst du das denn jetzt? Nö, du machst gerade gar nichts. Alles klar. Dann mach Pause. Dann schicken wir den nach der Pause nochmal dahin. Deine Hilfe ist bei einer aktiven Mission erforderlich. Die Mission wird nicht weitergehen, bis das gelöst ist. Dann machen wir das jetzt. Als du an der örtlichen Bank vorbeigehst, tritt ein Mann in einem Anzug an dich heran. Hallo, könnten Sie mir helfen? Meine Zeit ist knapp und ich bräuchte dringend Hilfe. Wir können entweder sagen, ich helfe anderen Leuten nicht, oder was ist denn los? Oh je, oh wei. Wenn Sie gestatten, mein Vater war ein Gott. Im Kurs beim Überfliegen kommt es mir schon so vor wie so eine E-Mail, die man bekommt. Wenn Sie gestatten, mein Vater war ein sehr reicher Kakaohändler aus Washington, D.C. Er wurde von einem seiner Geschäftspartner während eines Betriebsausflugs in einem großen internationalen Wasserpark vergiftet. Bevor er starb, erzählte er mir von einem Durchgangskonto in seinem Besitz, auf dem sich 15 Millionen amerikanische Dollar, nochmal ausgeschrieben, befinden. Er legte das Konto auf meinem Namen an. Da ich nach dem tragischen Dahinscheiden meiner Brüder bei einem Unfall in der Lebensmittelproduktion sein einziger Sohn war. Ich verwalte das Vermögen meines Vaters und sämtliche Gelder gehören von Rechts wegen mir. Zur Abhebung des Geldes benötigt die Bank jedoch eine Gebühr von 500 amerikanischen Dollar. Abhebungsgebühren, Klammern. Ich wäre Ihnen zutiefstem Dank verpflichtet, wenn Sie mir diese Abhebungsgebühr leihen könnten, damit ich endlich auf mein Erbe zugreifen kann. Ich werde Sie nach dem Anhalt der Summe selbstverständlich reich belohnen. Tja. Das ist purer blanker Betrug. Aber wir können ja mal weiter mit Ihnen reden. Das ist eine ziemlich hohe Gebühr für eine Abhebung. Wenn Sie gestatten, da mein Vater auch ein internationaler Finanzregulator war, erhebt die Bank zusätzliche Gebühren. Seine Gesetzgebung half, die Korruption im Bankwesen aufzudecken. Die Bank hebt daher eine höhere Gebühr als Vergeltung für diese Finanzregulierung ein. Ach so. Ihr Vater muss ein guter Mann gewesen sein. Sie haben sich sein Erbe sicherlich verdient. Ja, ich werde auf meinem Planeten gebraucht. Auf Wiedersehen. Die 500 sind weg. Ich will es trotzdem versuchen, gucken, was dabei rumkommt. Du übergibst dem Mann das Geld. Er sieht dich eindringlich an und nickt zum Dank mit dem Kopf. Er richtet seine Krawatte, streicht seinen Anzug glatt und geht anschließend langsam auf die Bank zu. Als er in der Nähe des Eingangs ist, ändert er plötzlich seine Richtung und sprintet die Straße entlang davon. Langsam gerät er außer Sichtweite. Er wird ganz offensichtlich nicht zurückkommen. Tja. Wer hätte das erwartet? Es war mir die 500 wert, um das zu lesen. So, weiter geht's. Da ist wieder was kaputt gegangen. Ah, da ist er schon. Dann fang mal an. Reparier das bitte. Dankeschön, sehr gut gemacht. Kannst du. Kann er nicht
nicht. Habe ich schon alles verballert? Komplett durch? Okay, dann kauf nochmal Zutaten. Ja, hör auf zu putzen da unten. Aber hier, William Baker, dann ab dafür. Bitte koch mal was. Und wenn du damit fertig bist... Oh, hat geklappt, hat geklappt, hat geklappt. Perfekt, hat nicht geklappt. Nicht ganz perfekt. Noch weniger perfekt. Oh weil, der verballert alles. Na, jetzt geht's wieder. Oh, wir lassen nun einfach mal durchkochen. Hier ist ja von Reparaturen nichts nötig. Ob die Forschung noch fertig wird, kurz vor knapp. Nein. Wurde sie nicht. Wir können aber die Mission hier abschließen. Natürlich. Fast vergessen. Wir haben einen Fass und einen silbernen Anhänger bekommen. Sehr schön. Perfekt. Wir haben ein Fass und einen silbernen Anhänger. Wo finden wir das Fass und wo finden wir den silbernen Anhänger? Mama, stopp. Danke. Finde ich das irgendwo? Silberner Anhänger, Innenbereich, Boden oder Tisch kann zufällig gefunden werden. Prestige 5. Das mal bitte weg. Jetzt kann ich den hier irgendwo auf einen Tisch legen und sagen, das ist ein glorreiches irgendwas. Das heißt, wir nehmen... Dekor. Ein Fass. Haben wir eins. Dann packen wir hier ein Fass am Ausgang hin. Was mich jetzt 600 gekostet hat, obwohl wir eins haben. Oder was? Nein, scheinbar nicht. Okay. Dann bin ich ja nochmal gerade so glücklich. Und da können wir kein... Okay, können wir nicht drauflegen. Ach, komm. Was? Das hat mich jetzt auch gekostet? Kostet mich das? Ja, das habe ich gefunden und mitgebracht. Warte mal. Hier stimmt was nicht. Wir müssen das Ding hier verlegen. Weil das braucht unser Indigo Gilmore. Der war das doch mit seiner Angst in der Nacht. Ja, hat Angst vor der Dunkelheit. Genau der. So, damit haben wir auf jeden Fall den ersten Tag hier wieder überstanden. Das gucken wir uns später noch alles an. Was ich hier noch machen könnte, wäre natürlich, dass ich einmal die normalen Waschbecken jetzt baue. So, so und noch eins. Und dann würde ich die hier... Schade, dass man die nicht verkaufen kann. Dann haben wir aber erstmal drei davon. So, jetzt sind die damit fertig und können sich hier nämlich noch ein bisschen austoben. Haben die keinen Platz mehr, um was zu spielen? Na gut, das ist, was können wir hier machen? Nix, gar nichts machen mit 33 Münzen. Ich kann froh sein, dass die sich alle Essen kaufen konnten. So.
Die Forschung ist fertig. Wir haben jetzt ein höheres Anhängerlimit. Wir können jetzt statt 16 22 haben. Das bringt uns nochmal einiges mehr an Cash. Als nächstes das Offenbarungsbecken. Ja, machen wir einfach. Komm. Der ist weiter am Kochen. Ne, wer kocht denn da gerade? Warum kocht der? Ich will nicht mehr in dieser Stadt wohnen. Ja, okay. Warum kocht der? Hier. Ach, der hat gar nichts. Okay. Der hat nichts priorisiert. Deswegen kocht er. Was kann der denn von den Punkten her? Therapieräume. Geselligkeit. Empfangsbereich. Okay. Dann würde ich den nachher... Lass den frei rumlaufen erstmal. Mit dem nächsten Geld bauen wir noch ein Waschbecken und hier noch zwei, drei Teile rein. Und dann gucken wir, dass wir noch einen weiteren Therapieraum hier hinkriegen. Oh, wir machen gerade richtig viel Geld. So, wir machen jetzt das Waschbecken erstmal. So, haben wir davon genug. Dann ein Glücksspielautomat. Der bringt uns bestimmt Geld, wenn wir den bauen. Dann verdienen wir noch ein bisschen was. Dann verdienen wir noch ein bisschen was. Na gut, schon. Noch ein bisschen was. Na, geht doch. So, dann bauen wir den hier hin oder bauen den hier oben hin. Und? Gut, vielleicht bringt der uns kein Geld, weil er der Chef ist. Keine Ahnung. Was haben wir unten? Da unten haben wir Dominosteine. Wir können jetzt noch ein Backgammon-Brett hier hin machen. Dann haben wir noch so ein buntes Brettspiel. Da können mehrere dran spielen. Und das reicht erstmal. Okay, da bringt uns leider kein Geld. Schade. Da hatte ich irgendwie Hoffnung, dass uns dieser Glücksspielautomat ein bisschen Cash bringt. Tut er nicht. So kann man sich täuschen. Wir machen noch ein bisschen Glaubenslimit. Erhöht den maximalen Glauben 250. Weiß gar nicht, was der maximale 2000. Ja, sind wir auch weit entfernt von. Die Forschung brauchen wir gar nicht. Modulräume. Verletzt. Bei einem Angriff verletzt. Von wem wurde denn der angegriffen? Warum wurde der angegriffen? So naiv bin ich nicht. Irgendwann hat mich reingelegt. Okay. Egal. Indigo Gilmore, der ist momentan wieder hier am Anwerben so ein bisschen. Der kocht aber auch zwischendurch. Aber das soll der gar nicht. Therapieräume, Empathie. Forschung, Modulräume. Intelligenz, das nicht. Marketing. Jo, dann gebe ich dem noch 2 Punkte Marketing. Das könnte, glaube ich, auch ganz gut sein. Was ist denn jetzt los? Pulsierende Stirn. Hat mit schmutzigen Händen gegessen. Sehr gut gemacht. Bin fast schon stolz auf dich oder so ähnlich. Haben wir genug? Naja, das braucht noch ein bisschen. Noch ein bisschen Geld lassen wir verdienen. Und wenn die schlafen, dann bauen wir hier noch den Raum um. Damit wir dort ein weiteres Modul reinmachen können. So, da haben wir noch einen. Wer denn?
Amy Blatt hat schon wieder was bekommen. Sehr gut. Die würde ich natürlich weiter hier reden halten, blöffen lassen. Da ist die nämlich sehr gut drin. Die ist in allem gut. Aber darin sehr gut. Wir haben schon wieder die maximale Anhängerzahl. Oh, da haben wir schon einen mit zwei Grünen. Am liebsten, wenn man nur der zwei grüne Sachen hat. Dafür müssen wir unser PR aber auch noch ein bisschen was hochhauen. Das könnten wir die Tage jetzt auch noch machen. Aber erstmal die Abschlussprämie. So, dann Ermittlungsdruck haben wir ein bisschen abgebaut. Einfluss haben wir aufgebaut. Glaube, Gold, also Geld verloren. Ja, Anhängerzahl haben wir maximal. Damit haben wir diesen Tag beendet. Wir gehen jetzt alle direkt ins Bettchen. Und dann warten wir ein bisschen was. Beziehungsweise wir können hier schon mal anfangen. Objekte. Wir bewegen erstmal Objekte. So. Pack das erstmal hier ein bisschen beiseite. So. Den darüber, den darüber. Dann haben wir den so und den so. Und den. Noch ein bisschen näher. So, dann würde ich sagen. So, Mauerholz. Ziehen wir das einmal durch. Machen eine Tür hin, schön mit Fensterchen, damit man alles überwachen kann. Dann. Bodenpflaster. Da kommen wir direkt so. Ne, lassen wir so. Raum. Wir machen dort jetzt. Was machen wir dorthin? Das Offenbarungsbecken. Das Offenbarungsbecken wäre nicht schlecht. Damit sehe ich, was die alles können. Das würde ich aber noch nicht bauen. Kammer der Seele. Oder die Drehwurmtherapie. Meditationsstudio haben wir schon. Dann würde ich die Kammer der Seele bauen, weil das einfach lustiger klingt. Zack. Raumspezifische Objekte. Da haben wir die Kanzel der Seele. So. Den Tisch. So. Und dann fehlt uns noch eine unscheinbare Pflanze, für die wir kein Geld mehr haben. Müssen wir mal gucken, können wir zwei von den Tischen bauen nachher? Aber ist ja auch eigentlich egal. So, lassen wir erstmal die Zeit rumgehen. Und dann müssen wir noch 50 Münzen verdienen. Sehr gut. Aber klar, dass nur so wenig fehlt. So, die haben ja noch schön Zeit hier. Können gemütlich was essen. Hat wieder einer mit dreckigen Händen gegessen, natürlich. Seitdem ich denen mehr Zeit gebe, sind die viel häufiger verletzt. Es gibt sehr wenig vorbereitetes Essen. Wie mache ich das nochmal?
Ah, ich muss so da drauf. Alles klar, gut. Dann kaufen wir nochmal einfach das Maximale. Ja, ist ziemlich wenig da. Irgendjemand wird dann schon noch dahin gehen. Genau. Etwas im Wasser. Labor bestreitet Verseuchung des Grundwassers. Das Produktionsniveau schoss nach der angeblichen Kontamination hoch. Der sonst lethargische Barry Simpson sagte: Ich habe seit Jahren keinen Sport mehr gemacht, aber ich bin schon 5 Runden im Park gelaufen und fange gerade erst so richtig an. Später wurde Barry mit Atembeschwerden ins Bay-Krankenhaus gebracht. Lies mehr auf der Seite 17. Ausschreitungen bei Stauungen gestern Abend. In der Innenstadt brachen letzte Nacht Aufstände aus, als Diskussionen über die beste Donutfüllung völlig aus dem Ruder liefen. Das kann ich verstehen. Viele konnten sich nicht darauf einigen, ob Marmelade oder Vanillesoße die beste Wahl sei. Als die Auseinandersetzung an einem Aufruhr eskalierte, wurde eine Bäckerei niedergebrannt, als Gerüchte laut wurden, sie würde ihre Donuts mit Sahne füllen. Why? Ja, interessante Nachrichten. So, wir brauchen noch ein paar hundert. Da wurde die Forschung fertig. Wir machen mal das Limit für Kaffeesüchtlinge um 2. Das heißt, dann können wir noch 3 neue reinholen. Aber das müssen wir erstmal noch ein bisschen was aussitzen hier. So, perfekt. Das heißt, wir können jetzt die unscheinbare Pflanze machen. Ach cool, da ist eine Kamera dran. So. Perfekt. Dann haben wir hier alles im Griff. So, momentan läuft's. Mittagspausenzeit. So, da geht's wieder los. Da haut wieder einer ab. Aber das macht nichts. Dafür kommt ruckzuck wieder ein neuer an. Aber mehrere ab. Die drücken natürlich auch unseren Ermittlungsdruck ein bisschen hoch. Ja, dann guck mal, da sind sie. Ui, wacker, wacker, wacker. Ein Geist. Ach, das ist ein Projektor, der dafür sorgt, dass das passiert. Da lassen die natürlich richtig Kohle für. Sehr schön. Apropos Kohle. Forschung ist fertig. Wir können jetzt den Raumschub machen. Dann haben wir diese Reihe auch fertig. So, Amy hat eine Toilette kaputtgeschissen. Ah, da ist einer am Ausrasten. Was hat denn der? Beschmutzte Hose. Oh, toll. Er hat sich voll geschissen und rastet jetzt aus. Wer ist denn jetzt am Verhungern? Auch der. Was hat denn der gemacht? Ja, Predigt den wir mal. Lass mal die Predigt rumgehen. Wir haben einiges an Geld gemacht. Oh, wir haben 4000. Das heißt, wir können irgendwas Schönes bauen. So, dass du jetzt nicht... Nutz den Kantinentisch. So. Geh erstmal eine Runde essen. Damit du wieder ein bisschen normaler wirst.
So, jetzt haust du dich hin und morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Immer nur Ärger mit den Kindern. So, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, dass wir hier so richtig loslegen. Wir müssen ein bisschen was unsere PR erhöhen, bessere Anhänger bekommen, dann bessere Kaffeesüchtlinge bekommen. Oh Gott, mit einer Behandlung? Was muss ich jetzt mit dir machen? Gucken wir uns nächstes Mal an. Madet Jod, schwenkt de Hot, grüß euch Jod. Ich bin fort.